Und damit nochmal hallo und herzlich willkommen bei EQ und wir sind in Start Screen, weil die Übertragung zu YouTube gerade irgendwie nicht fehlerfrei war. Das Aufnahmeprogramm hat ein kleines Update gehabt und scheinbar irgendwas umgestellt. Ich habe jetzt nochmal Schlüssel, alles neu eingegeben. Obwohl es stand, dass gestreamt wurde, war kein Bild sichtbar. Ich weiß gar nicht warum. Und jetzt schauen wir mal, bevor wir da rumdoktern, ob wir... Ja, wir sind da. Wunderbar. Und damit nochmal hallo und herzlich willkommen. Wir werden jetzt natürlich hier anfangen und Discord und all so ein Kram. Eko hat sich ein bisschen gewandelt seit den Anfängen. Und ich würde sagen, wir starten. Der Chat ist an. Das war lang gewünscht. Und ich habe zwei Aufnahmen ohne Chat gemacht. Also zwei Livestreams ohne Chat. War einfach nur, ich wollte mich wirklich voll auf das Spiel konzentrieren und sage einen wunderschönen guten Morgen an alle, die gerade im Livestream sind und dann hallo an alle, die später dieses Let's Play schauen. Chatmäßig werde ich jetzt nicht auf jedes Hallo eingehen, einfach weil ich finde, es stört so ein bisschen den Spielfluss. Also bitte weise auch die anderen darauf hin, wenn die Hallo schreiben, dass hier nicht jedes Hallo immer gleich vorgelesen wird, weil, ja, es ist ein bisschen müßig. Ich muss noch ganz kurz, ich bin mit dem Laptop auch dabei, ich brauche dringend einen zweiten Monitor, auf jeden Fall, da muss ich was tun. So. Eine Sekunde, das müssen wir auch nochmal machen. So. So, weiter geht's. Kurz was rumgestellt im Programm. So, und hier hätten wir ein wunderbares Tier zum Jagen, aber man muss aufpassen, es gibt es nicht unendlich Tiere. Und ich habe die Brightness ein wenig hochgestellt, kann ich kurz zeigen, die ist eigentlich auf 100. Ist tagsüber auch echt cool mit 100, das Problem ist, in der Nacht sieht man einfach gar nichts. Darum habe ich mich entschieden, die auf 200 zu machen. Gehst du auf 200? Auf 200 zu machen. Ist dadurch tagsüber ein bisschen überbelichtet, aber nachts kann man dadurch ein bisschen mehr sehen, gerade auf YouTube, ist das ja so eine Sache. Gut, ich würde mal sagen, wir müssen kurz gucken. Ich muss hier wieder reinkommen. Die letzte Aufnahme ist natürlich ein bisschen her. Wir haben hier ein kleines Häuschen stehen. Waren dabei, hier so ein kleines schnuckliges Dach zu bauen. Werden wir auch noch machen. Auf die Frage, wie mein Urlaub in Hamburg war, gehe ich später auf jeden Fall noch ein. Der war schön. Oh, wir haben hier eine Kasse gebaut. Was ist das denn? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich glaube, das ist zum Handeln unter Spielern. Wir müssen mal gucken. Das Haus müssen wir noch ausbauen. Ressourcen farmen. Ja, lauf weg. Lauf weg. Ja. Und wie gesagt, einen wunderschönen guten Morgen an alle, die gerade gekommen sind oder halt schon länger da sind. Unser Lager ist natürlich noch sehr klein. Irgendwo arbeitet auch noch was. Wie gesagt, ich versuche da mal reinzukommen. Müsste der Tisch hier sein, oder? Nee. Hier, der. Die Werkbank ist es. Was machen wir denn da überhaupt? Ein Farmer's Table, der ist auch gleich fertig, den können wir dann natürlich gleich mitnehmen. Was machen wir da? Ein Fischer Project. Dirt Rump, okay. Und Road Tool. Ja, sehr schön, also es wickelt sich hier. Wir gucken mal, wir haben es gleich geschafft, 12 Sekunden. Dom, 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 dom. Ja, kam die Frage, wie es mir geht? Mir geht's wie immer super. Habe ich schon mal geklagt? Nein. Nein. Doch einmal habe ich geklagt über einen gewissen Markt und die damit verbundenen Probleme. Auch da werde ich sicherlich später noch die eine oder andere Story zu erzählen haben. Denn wir werden ja hier ein bisschen Zeit in diesem Livestream miteinander verbringen. The Farmer's Table. A basic table for creating farming tools and, wie heißt das Wort? Similar Products? Ist das richtig? Similar? Ich weiß nicht, wie man spricht, ne? Ihr wisst Bescheid. Läuft bei uns, wie immer. Wo stellen wir den denn hin? Wo wollen wir? Wollen wir oben so einen Werkraum haben? Oder eher unten, ne? Wir machen unten so einen Werkraum und oben... Hier machen wir vielleicht so einen Gemeinschaftsraum mit Stühlen und, ich weiß nicht, Sofa, keine Ahnung, was es so alles noch an Möglichkeiten gibt. Müssen wir mal gucken. Und ganz oben machen wir so einen kleinen Dachboden dann, wo wir Hayabubu machen können. Hayabubu. So, wir müssen mal gucken. Die Frage ist, wie stellen wir da alles? Wie stellen wir Effizienz hin? Das sieht nicht so schlecht aus. Wenn ich Treppe hochkomme, wie sieht der Eindruck aus? Wir gucken mal. Ah ja, ist genug Platz, das ist ja wunderbar. Jetzt bin ich der Franz Beckenbauer hier, oder was?
So, wir können Bezid. Ja, sehr schön. Wir können Fertilizer ist, glaube ich, Dünger, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber mein Englisch ist, ihr wisst, mein Englisch ist nicht das Beste. Aber ich glaube, Fertilizer ist Dünger. Sporen. Ja, wir können auf jeden Fall einiges verarbeiten, müssten aber dafür das eine oder andere lernen. Man kann hier übrigens draufdrücken. Und nur mal so zur Erklärung, wenn ich hier drauf drücke, komme ich direkt zum richtigen Forschungsbaum. Also ziemlich cool. Fertilizer brauchen wir gar nicht lernen. Haben wir schon gelernt. 12 Punkte haben wir, das ist jetzt nicht so viel. Das ist im Endeffekt haben wir fast genauso viele Punkte wie der Hamburger SV in der Bundesliga. Nach, ich weiß gar nicht, 27 Spieltagen? Ich gucke keinen Fußball, ich wollte nur einen flachen Witz machen. Sorry an alle Hamburger. Hamburg ist eine tolle Stadt. War erst gerade dort in Urlaub. Wollen wir das lernen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, wir müssen das lernen, wenn wir Felder machen wollen. Wir können ja mit den Punkten, müssen wir noch ein bisschen sparsam umgehen. Ah, wir haben hier sogar schon das eine oder andere. Wir haben hier schon Seed Production. Das müssen wir nur hochleveln. Also wie gesagt, das ist sehr praktisch, das gebe ich euch als Tipp. Dass wenn ihr hier was habt, falls ihr das Spiel habt oder euch anschaffen wollt, drückt doch einfach hier auf das, was ihr braucht. Ihr seht, Seed Production 4 wird benötigt. Wir sehen hier, wir haben hier Seed Production automatisch ausgewählt. Hier gibt es halt zwei, hier gibt es die Effizienz der Ho, also der Hake. Und ja, in dem Fall müssten wir hier auf Level 4 gehen und da unten steht es dann auch, hier steht es ja dann schon, Corn Seeds wäre dann dafür. Also nur als Tipp, dass ihr das mal gesehen habt, was können wir hier machen? Ein Salt Basket, also ein Salzkorb müsste das sein. Was machen wir damit? Category Kitchen. Was ist das denn? Was ist ein Soil Sampler? For detecting for factory. Okay, okay. Das könnte Bodenprüfer sein. Ich verstehe darunter Bodenprüfer. Wie gesagt, das gehen wir alles an. Tomaten Seeds. Ja, wie gesagt, das werden wir als nächstes machen. Wir gucken mal, der nächste Table dürfte schon fertig sein. Bei Michelle ist es ein bisschen hektisch gerade. Das ist natürlich ein bisschen doof, aber ich kann dir nachempfinden, meine letzten zweieinhalb Wochen waren auch sehr hektisch. Okay, jetzt haben wir die Dirt Rams. Ob wir die brauchen oder nicht, verrät uns gleich das Licht. Ja, von daher, ich kann nur sagen, es werden wieder ruhigere Zeiten kommen. Das sollte man sich, glaube ich, immer wieder sagen. Oh, wir haben ein Bett. Ich glaube, wir müssen oben ausbauen. Alter, was wir hier jetzt für Sachen haben, ist ja unglaublich. Also die Dirt Ramp ist, glaube ich, das, was wir jetzt gerade am wenigsten brauchen. Das können wir mal kurz tauschen gegen, was ist das, der Fischer, ne? Das ist Sam Fischer. Naja, du verstehst. Ich glaube, das kann man machen, dass man hier die Treppe nicht immer so abkürzt, ne? Dass man hier nicht immer so, oh, ich will abkürzen, sondern dass man das als Raumtrenner so ein bisschen nimmt hier für die Treppe. Es gibt halt kein Gelände oder ich habe noch keins gefunden. Wir können später immer noch umbauen. Das ist schön. Was braucht man hier? Fishing. Da können wir die Fische verarbeiten. Das ist auch nicht schlecht. Fishing 3, Fishing 4, okay. Müssten wir auch mal lernen. Müssten wir auch mal lernen. Definitiv, das Fishing ist bestimmt auch eine gute Sache. Dann haben wir noch zwei Stühle. Hier hoch. Die gehören wahrscheinlich hier eher hin. Und wir sehen, wir verdienen jetzt 22,6 Punkte am Tag. Ist nicht viel, aber besser als gar nichts. Wobei 22 Punkte sind jetzt auch nicht so wenig, wenn ich ehrlich bin. Und wir können auch deutlich mehr machen, wenn wir ein bisschen was Fetteres essen würden. Verstehst du? Ich muss dick und fett werden. Ein Bett haben wir noch, das könnten wir ja auch noch hinstellen. Vorsorglich erstmal. Natürlich sollten wir ein Schlafgemach noch machen. 0 Punkte. Jetzt kriegen wir 0 Punkte. Das ist quasi mein Kontostand in Flensburg. 0 Punkte. Wahrscheinlich haben wir zu viele Dinge. Man muss das mit diesen Räumen aufteilen. Filet Room. Ja, ich habe es befürchtet. Also das können wir nicht machen. Das Bett müssen wir später machen. Da müssen wir auch ein Schlafgemach noch machen. Ich überlege, ob wir hier eine Treppe machen. Aber das gefällt mir hier dann nicht. Also vielleicht müssen wir das Haus auch noch breiter machen. Vielleicht müssen wir noch umbauen. Wir gucken mal. So, was haben wir noch in der Produktion? In der Pipeline sozusagen. Was läuft denn hier noch? Aha. Das ist das Road Tool Project. Bin ich auch mal gespannt, was es ist.
Das Problem ist jetzt natürlich der Überblick. Man muss mal gucken, was man hat, was man nicht hat. Die Repair Station haben wir researched, haben wir den Manson oder Manson Rye Table. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Sollten wir haben, oder? Haben wir den? Den haben wir. Mit dem können wir nämlich auch tolle Sachen machen hier. Wir könnten hier nämlich Stein zu Sand zum Beispiel machen. Mill, ja, wir müssen mal gucken. Das Problem ist, ich habe auch noch einen Offline-Spielstand, den ich nicht für YouTube nutze. Da bin ich einen kleinen Ticken weiter mittlerweile. Und ja, müssen wir mal gucken. Das heißt, es wird noch tolle Sachen geben, das kann ich euch sagen. Ja, wir müssen mal gucken, wir müssen jagen gehen. Wir müssen, geht die Sonne unter? Die Sonne geht unter. Ja, sie geht unter. Das heißt, mit den Jagen könnte das schwierig werden. Es gibt auch Statistiken beim Spiel, die kann ich aber jetzt nicht zeigen, weil es ploppt dann der Browser auf und boah, dann wird die YouTube-Übertragung ruckeln, weil ich habe da bestimmt 20 Fenster drin offen. Das wäre wahrscheinlich nicht so gut. Pfeil und Bogen. Pfeile haben wir nur 20. Das könnte in der Tat ein bisschen wenig sein. Wir sollten mal gucken, ob wir noch Pfeile herstellen können irgendwie. Und dann versuchen wir das Bison zu jagen. Und ja, ich weiß, es ist ein bisschen doof, das in der Nacht zu machen. Oh, da war Bo. Da muss auch ein Error sein. Hier haben wir einen Error. Verstehst du, einen Fehler? Ja, komm, wir machen mal 40. Einfach, weil wir es können. Eine Minute. Komm, du gehst vor. Man kann es hier übrigens auch hin und her ziehen. Ne, ich kann jetzt das wieder nehmen, da hinsetzen. Will ich aber nicht. Also auch da, ja, kann man schon so ein bisschen beeinflussen, wie was wann produziert wird. Auch eine wichtige Sache. Gerade später, wenn wir dann ein bisschen mehr bauen. Ja, und Meer ist salzig, wie ihr wisst. Meer können wir übrigens auch fischen noch. Das habe ich allerdings auch in Singleplayer noch gar nicht gemacht. Gefischt habe ich noch überhaupt gar nicht. So ein bisschen gejagt und so. Der Singleplayer-Spielstand ist minimal weiter als das, was wir jetzt hier haben. Und ich habe da gemerkt, wie wichtig das mit der Ernährung ist. Und darum werden wir gucken, dass wir unsere Ernährung hier ein bisschen optimieren, denn die Punkte können deutlich mehr werden. Und das würde uns so ein bisschen die Arbeit erleichtern. So. Es sind nur noch 2 Stacks, die er herstellt an Pfeilen. Aber wie gesagt, wir nehmen die mit, damit wir genug haben. So ein Bison ist nicht ganz so einfach erlegt. Das kennen die Steinzeitmenschen, wenn die Mammuts gejagt haben. Das war auch immer nicht ganz so einfach für die. Da hatten die auch ihre Mühe und Not. So, und ich würde sagen, wir gehen auf die Pirsch. Jetzt wird es, wie gesagt, dunkel. Vielleicht können wir den vorher erlegen. Das wäre eigentlich ganz cool, bevor es richtig dunkel wird. Ich würde mal sagen, wir zielen. Lauf doch nicht. Ich bin doch dein Freund. Lauf doch nicht. Ich will doch nur das Beste. Dein Fleisch. Ja, und wie gesagt, man muss ein bisschen aufpassen. Es gibt es nicht unendlich Tiere. Die müssen sich schon noch irgendwie... hallo? 26. Schuss. 3 Wettertaften. Die Frisur sitzt. So, den haben wir. Sehr schön. Und dann können wir den da hinten auch holen. Den schönen Reh. Ich wollte Hirsch sagen, aber es ist, glaube ich, ein Reh. Ehrlich gesagt, sieht das echt cool gerade aus. Und echt schade, dass wir den gerade so malträtieren müssen. Aber ich brauche doch dein Fleisch. Warte doch, mein Freund. Lass uns für immer Freunde sein. In meinem Magen. Also, das gibt's ja nicht. Ich ziele wie, Alter, das ist ja... Jetzt aber. Nein. Jetzt aber. Von oben herab. Leg dich mal hin. Das war jetzt einfach. Aber viele Pfeile verschwendet. Kann man ein bisschen optimieren. Aber ja, wir sind ja nicht auf der Flucht. Gut. Jetzt haben wir ein bisschen was zu essen. Das können wir natürlich auch verarbeiten. Die Frage ist, haben wir diese Tische? Ich glaube nicht, Wir brauchen nämlich noch einen Küchentisch. Die Probleme, die ich sehe, zu viele Sachen in Räume, bringt keine extra Punkte. Unten hier sieht man, wenn ich baue Küche hier drin, kann sein, dass der sagt, zu viele Räume und ja, nicht machen das. Okay, jetzt genug rumgealbert. Die Eisgeschichte ist auch eine coole Sache. Und Holz brauchen wir noch. Wir brauchen eine Menge Holz. Da geht nichts dran vorbei.
Werde benötigen, aber noch. Den haben wir natürlich nicht hier, oder? Tailoring, ich weiß gar nicht, was wir haben. Weight Watch Table, verstehst du? Water Wheel und Windmill interessiert mich ehrlich gesagt auch sehr. Würde ich gerne auch mal bauen. Habe ich auch noch nie gebaut. Ich würde fast sagen. Eistruhe, das müsste ja eigentlich. Das müsste ein Butchery Table sein. Habe ich den Butchery Table hier irgendwo? Butchery, Butchery Do. Der kann ja eigentlich nur drin sein. Das ist hier der Repair. Nö, ein Butchery haben wir in der Tat noch nicht. Warum haben wir kein Butchery Table? Wahrscheinlich haben wir ihn noch nicht gebraucht. Wir gucken mal, ob hier irgendwas im Lager ist. Das Problem ist nämlich, wenn wir Dinge einfach herstellen, die sammeln sich quasi bis in die Unendlichkeit. Wir können Dinge nicht zerstören. Das ist ein bisschen unsexy. Die Tür haben wir sogar schon. Na gut. Was soll's? Wir gucken, haben wir hier drin irgendwo den Butchery versteckt? Nee, 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 nee. Hier drin haben wir natürlich leider kein Licht. Das werden wir aber auch noch angehen. Nö, haben wir nicht. Also stellen wir jetzt erstmal den Butchery her, damit wir das verarbeiten können, was wir haben. Also heißt, wir kommen hierher, sagen einmal Butchery Table. Der benötigt genau genommen 4 Stück. Wir müssen noch ein bisschen effizient sein, das heißt, wir können jetzt nicht einfach drauf losbauen. Die Ressourcen sind natürlich nicht unendlich. Und ja, wie gesagt, wir werden gleich nochmal Holz fällen gehen. Und dann schauen wir mal weiter. Die Frage ist. Ja, doch, wir gehen Holz fällen. Wir brauchen mehr Holz. Ich warte jetzt nur, bis diese Bretter hier schnell durch sind, dass wir diesen Table anschmeißen können. Der braucht nämlich 5 Minuten. In der Zeit können wir nämlich Holz sammeln. Dann sind wir ein bisschen effizienter. So, wir haben es gleich. Ihr seht hier unten übrigens insgesamt die Gesamtproduktion. Hier die Einzelproduktion immer, auch die Zeit der Einzelproduktion. Und hier quasi die Gesamtproduktion, wie lange die noch dauert. Beziehungsweise wie viel Prozent davon schon vollendet sind. So, das haben wir jetzt auch. Das heißt, wir könnten jetzt. Hätte ich ja schon vorher herstellen können. What to hell? Warum passt das nicht? Ich hätte gedacht, das reicht. Wir können es auch folgendermaßen machen. Wir können ihn einfach schon einfügen. Das funktioniert auch, habe ich nicht dran gedacht. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal Bäume holen. Wir sind ganz böse und holen Bäume. Das Problem ist, wir müssen ein bisschen aufpassen. Ich befürchte, durch dieses Baumfällen beeinflussen wir, ich sehe hier nichts mehr, beeinflussen wir die Natur wahrscheinlich eher negativ. Logischerweise, es ist selten, dass die Natur sagt, ja, fäll ruhig alle Bäume und alles super. Nee, wir müssen halt gucken, ein bisschen ein Gleichgewicht schaffen. Darum gehe ich mal ein bisschen weiter weg, Bäume fällen. Sieht schön aus hier, ist wirklich schön. Hier haben wir auch schön viel Mais, das können wir auch mal mitnehmen. Im Übrigen, man kann auch in Statistiken sehen, vielleicht zeige ich die warum geht das nicht? Okay, den kann ich nicht ernten. Vielleicht zeige ich die auch mal im Let's Play oder so, die ganzen Statistiken unserer Karte. Das wäre ja auch mal sinnvoll. Würde ich natürlich erst am Ende dieser Aufnahmesession machen. Dann kann ich euch mal zeigen, wie das aussieht und was wir haben und oh Gott. Und kann man Brücken bauen? Ich weiß es gar nicht. Wäre auch ziemlich cool, denn so einen Graben hier zu überwinden, ist ja nicht ohne. Was ich sagen wollte und nicht gelogen ist, habe ich vergessen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall sieht man, wie viele Tomaten es gibt, wie viel Rehe es gibt oder Hirsche oder Hasen oder weiß der Geier nicht was. Warum gibt es denn hier auf unserer Seite keine Bäume? Ich müsste da echt über den Graben und da ist dann ein Riesenwald. Okay. Da fällt mir da was ein. Wir haben eine Rampe.